Ja, hallöchen ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Mortal Shell, dem Souls-like aus dem Hause Cold Symmetry. Ja, ich bin da gerade im Turm der Weisen, Leute, im Turm der Weisen. Ja, da wo eigentlich ich immer wieder respawne oder so, und da kann ich bei ihr demnächst mal, also später mal was kaufen. Da kann ich aber, zuerst muss ich ja mal die ganzen Dinger da aufwerten, meine ganzen Rüstungen und so, ne? Also meinen Charakter aufwerten. So, unten, ich wollte es euch mal zeigen, unten rechts seht ihr da jetzt 8. Die Zahl 8, das sind die Tasten, die ich habe. In Elden Ring kennt man das unter Runen und in Souls, Dark Souls kennt man das unter Seelen. Und neben den 8er ist ein Nuller. Das sind dann die die Einblicke. Da werde ich jetzt einen Einblick nehmen. So seht ihr, da ist 1. Und ich kann noch einen Einblick nehmen. Somit habe ich 2 Einblicke, Leute. Und diese Einblicke kann man halt verwenden, indem man, man kann mit den Einblicken Folgendes machen, und zwar die Rüstungen erweitern, ne? Somit, Leute. Gut. Ich überlege mir jetzt, oh Leute, und zwar, jetzt wird's heftig, soll ich jetzt nämlich den ersten Bossgegner machen, abgesehen von dem Tutorial-Bossgegner. Hier haben wir schon mal eine Tarspore, die kann ich ja auch nehmen, wie viel bringt man, also Tarüberrest kann ich mir jetzt nicht mehr nehmen, wo sind Einblicke der vergeblicher Tarüberrest, nö. Kann ich es voll nicht nehmen, Leute. Quaddelkappen kann ich aber sammeln, Leute. Und zwar hier ist ein Quaddi wieder. Quaddelkäppchen. Das ist für die Heilung. Leute, ich werde jetzt den ersten Bossgegner machen, wie es ausschaut. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich vorher noch mein Schwert verbessern soll, weil da drin ist nämlich was, wo ich mein Schwert verbessern war. Fast wieder in die Falle getappt hier, Leute. So, wo ich mein Schwert verbessern kann. Soll ich mir das holen oder jetzt schon den Bossgegner machen? Ist doch eh wurscht. Ich werde auf jeden Fall jetzt einmal... Komm. Leute. Backjump hier. Aua! Zack. Ja, der ist gar nicht so ohne. Dieser Gegner, Grisha, der erste Bossgegner. Boah, Leute! Ausdauer sammeln, ganz wichtig. Aufgepasst, der ist richtig gut, Leute. Ah, Leute. Ja, den schaffe ich nicht, Leute. Griecher, boah, Leute. Ja, komm.
aufpassen. Ja, ich weiß, dann könnt ihr noch zweimal hinschlagen. Komm, komm, komm. Es wird stressig. Quaddelkäppchen. Ich habe ihn bald, Leute! Jetzt! Aufpassen, ich habe ihn gleich, Leute! Jetzt habe ich ihn gleich, Leute. Na bitte, ich hoffe, dass ich jetzt nicht abkack. Ja, Leute! Ersten Bossgegner besiegt. So, was kriegen wir da von ihm? Einblick. Ich habe den Einblick erhalten, Leute. Und mit diesem Einblick kann ich zu diesem komischen da gehen. Da war ich noch gar nicht, Leute, hätte ich vorher machen sollen. So, und da haben wir die erste Verbesserungssache für das Schwert. Ein Stachel, der in das geweihte Schwert eingebettet werden kann. Und das ist das, was ich meine. Ich kann auf jeden Fall jetzt mal ein Quaddelkäppchen nehmen. Ein bisschen futtern, Leute. Ja, und somit haben wir den ersten Bossgegner gelegt. Grisha. Grisha ist erledigt, Leute. Das hat uns einiges an Tag gebracht. Ich hoffe, wir können da jetzt wirklich... die ganzen Fallen hier, Leute. Ich muss jetzt auf jeden Fall einmal schauen, was ich machen kann. Den ersten Einblick habe ich erhalten. Welche Höhlen haben wir überall? Salomon und unbekannte Hülle, den habe ich noch nicht. Okay. Kompendium, Leute. Mechanischer Stachel. Den kann ich ins Schwert einbauen, damit es besser wird, Leute. Verziertes Zeichen. Benutze diesen Gegenstand mit Effekt, okay. Quaddelkäppchen, gebratene Rory. Na, schauen wir mal auf jeden Fall rein da. Ja, es war aber knapp, Leute, mit von den Leben her. Mit der Quack. Ah, brauche ich nicht, das habe ich umsonst die Quaddelkappe genommen. Servus. Sip this. Und göttlichen Tag kosten. Gut. Ja, aber was brauche ich für das? Da könnte ich was machen, zum Beispiel. Wachsende Zähigkeit. Salomon hat eine Chance, sich zu heilen, wenn er einen Waffenfähiger zum Töten eines Feindes einsetzt. Ja, Leute. Mach ich. Super. Obwohl du dich hinter dieser Maske versteckst, kenne ich dich doch viel besser, als ich ihn je kannte. Du hast mir einen zweiten Weg aufgezeigt. Hörst du? Die Hoffnung ist ein seltsames Gefühl, das du in mir entfacht hast. Es mag nur eine kleine Geschichte sein, die wir uns erspinnen, aber vielleicht wird sie doch noch wahr. Ja, es ist Wahnsinn. Gut. Da brauchen wir schon 20 Einblicke. Wow, Leute. 6 Einblicke habe ich schon. 6 Einblicke habe ich, Leute. Aber 1000 Tal, Leute. Ja, somit ist das ja Leibandlädeln. Jetzt gehe ich einmal darauf und ich möchte was machen. Natürlich, Leute, das ist doch logisch. Und zwar meine Waffe verbessern. Und zwar kann ich hier meine Waffe verbessern. Ha, super. Ein Stachel, der in das geweihte Schwert eingebettet werden kann. Ja, geweihte Schwert. Geweihte Schwert, mechanischer Stachel. Erhalte genug Entschlossenheit durch den Angriff auf Gegner, um eine mächtige Waffenfähigkeit zu aktivieren. Ja. Mit genug Entschlossenheit. LB plus RB. Okay. Okay, sehr cool. Jetzt habe ich Entschlossenheit, Leute. Das seht ihr da unten links, ist ja der Lebensbalken, der rote. Und genau über dem Lebensbalken seht ihr jetzt diese drei goldenen Striche. Und das ist die Entschlossenheit. Und somit kann ich mit dieser Entschlossenheit parieren. Ja, ist so.
Jetzt gehen wir da mal rauf. Da ist ein Kollege. Siegel entfernen. Also unglaubliche Stimme hat der. Hört ihm zu, Wahnsinn. Beflecktes Siegel. That's better. Thank you. It's been so long since anyone raised a hand. Ja, Wahnsinn. Die Stimme, Leute. You seem different. Untouched by false truths. Unfortunately, I have little to offer you. Save for that tarnished seal in your hands. A small gift. But I expect you will find it useful. Would you grant me another favor? Ja. Deep within the temples of the devout, you'll find the sacred glands of the revered. Bring the glands back to me, so I can extract the true nectar. Just enough to heal me. Ja, diese Glandula. Perhaps you too can use it to free yourself from this wretched land before you end up like me. Ja, diese Glandula habe ich gemeint. Man muss die ganzen Glandula, die man in den Spielen sammelt, ihm geben. Jo. Beflecktes Siegel. Der alte Gefangene hat dir das befleckte Siegel geschenkt. Es ermöglicht dir, gegnerische Schläge zu parieren. Jetzt kann ich parieren, Leute. Und Angriffe zu unterbrechen. Das Siegel warnt dich auch vor nicht parierbaren Angriffen. Na klar, Leute. Gut. Siegelinfusion Heilung. Der alte Gefangene hat dein Siegel mit Macht durchzogen und gibt deiner Parade die Fähigkeit, einen Gegner empfindlich für einen verstärkten Konter zu machen. Na cool. Das Siegel benötigt eine große Menge Entschlossenheit, um solch eine Infusion nutzbar zu machen. Das Ausführen eines verstärkten Konters heilt dich. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt meine Entschlossenheit zum Parieren benutze und gegenkontere, ja, das ist halt das, was sie damit meinen, dann heilt mich ein verstärkter Konter. Das finde ich cool. LB parieren, RB verstärkter Konter. Das müsste ich jetzt noch trainieren, Leute. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also diese Stimmen, unglaublich bei den Spielen. So richtig mystisch und richtig elendig quasi. So richtig so elend. Elende Stimme, Wahnsinn. Also mir gefällt's, so richtig gut das Spiel. So, da die quatsche ich nicht an. Weil wenn ich diese anquatsche, kann ich mir irgendeine Hülle aussuchen und ich joine in irgendeine Hülle irgendwo. Das will ich aber nicht. So, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Aber nicht da, Leute. Ich gehe mal unten weiter. Ich habe 258 Tars und 6 Einblicke. Was ist denn da unten eigentlich? Da schaue ich auch mal rein, Leute. Okay, nö. Ich glaube, da komme ich nämlich von einer anderen Seite auch da rein wieder. Ja, das ist ein kleiner Abkürzung quasi, eine kleine Abkürzung. 3 Entschlossenheit habe ich. So, der Bossgegner ist besiegt, der erste. War nicht ohne, wow. So, das ist jetzt Folge 3, müsste das jetzt sein, oder? Weiß ich jetzt nicht mehr, Leute. Dann schaue ich mal da weiter. Was gibt's denn da rechts jetzt einmal? Ich gehe mal da durch. Ah, ich habe keine Gwadis mehr. Leute. Was ist da drinnen? Was haben wir denn da? Oh, Bärenfalle. Ja, Leute. Na bitte. Ah, was ist? Schon wieder aufgebaut? Leute, diese Bärenfallen tun aber momentan noch nicht so weh. Servus.
Ausdauer, Leute. Ah, keine Ausdauer mehr. Zurück, zurück, zurück. Tot. Ich muss tot. Ja, Leute. Mein erster Tod in dem Spiel, Leute. Ah. Nö. Aber das seht ihr wirklich, wie schwer das ist. Seht ihr wirklich, wie schwer das ist? Wo spawne ich eigentlich jetzt wieder? Ich möchte mir trotzdem meinen Tars holen. Müsste normalerweise im Turm spawnen, bei ihr. Bei Genesia, wie heißt sie? Leute, das ärgert mich jetzt. Mein erster Tod in dem Spiel, Leute, ja. Der Reihe nach rauslocken, Horsti. Passt. Bin ich wieder da bei ihr? Du bist wach, ja, ich weiß. Good. Please, take this mask. It's not unlike my own. Reflekte Maske. It reveals the way of all flesh. Beyond life and death. Where spirits pass across the threshold. But your spirit is bound here, unwilling to go on. Perhaps it has an obligation left to fulfill. Schauen wir mal, Leute. Ich habe keine Tars, gar nicht schließen. Gut, dann hole ich mir meine Tars zurück. Gut. Also die Einblicke behalte ich mir, die Tars muss ich mal wiederholen. Ja, da muss ich mal schauen nochmal. Ich kann sie mir eh holen. Laufen wir schneller hier ein bisschen. Ich glaube, da rechts was, ja. Boah, es ist so heiß da drin. Also ich glaube, wir haben schon wieder 29, 30 Grad in der Wohnung. Obwohl es draußen momentan 26 hat. Da sind meine Tars, Leute. So. Soll ich die erst machen? Das ist wirklich schwer da. So, rauslocken, der kommt schon mal. Na komm du her, nicht ich. Komm doch. Was, der ist einmal tot? Komm, komm, komm. Ja, Leute. Jawohl. Na, passt. Den Oberkomischen habe ich da besiegt einmal. Ja, das kann ich auch machen. Also Gitarre spielen, indem und das bewirkt einfach, Gitarre spielen bewirkt einfach. Erstens kann ich es dann, je öfter ich es benutze, besser machen. Und zweitens kann ich Leute anlocken, Leute. Leute anlocken, Leute. Wahnsinn. Komm, 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 komm. Ah, fertig. Ah, da ist eine Bärenfalle, muss ich aufpassen. Hier haben wir was hinten, Leute. Was ist da drin? Gegenstand halten, ein
entstehender Gegenstand hat ein verdorbenes Essen. Leute! Entstehender Tar, Leute. Kann ich eigentlich Tars benutzen? Nö, kann ich gar nicht. Okay, Einblick der Träumerei. Nö, Träume jetzt nicht nehmen, weil ich jetzt nicht genau weiß. Was ist da ja gar nicht drin? Verziertes Zeichen, Leute. Ein verziertes Zeichen aus einem wohlhabenden Land. Ja, cool. Was ist, muss ich auch noch in Erfahrung bringen, was diese verzierte Zeichen sind. So, die Folge ist ja auch gleich wieder vorbei, Leute. So, das sind auf jeden Fall Fallen. Da muss ich aufpassen, Leute. Mal Schottradott. Da haben wir was. Tarspore, okay. Umland von Falgrim. Aua! Ja, natürlich fliege ich da runter ins Nirgendwo, Leute. So. Bin ich da irgendwo runtergefallen und ich habe keine Quaddelkappen mehr, Leute. Ein zerfetzter Überrest einer Predigt. Was ist das da, Leute? Aua! Ja, natürlich! Wegen diesem einen Feind hier? Einnehmen, Leute! Boah. Dies ist kein Gott, denn es gibt keine Götter. Okay, Hülle geborgen wieder, jawohl. Bin ich wieder im Salomon drin. Wieder volle Leben auch noch. Aber keine, ich habe noch nach wie vor keine Quaddis. Wo bin ich denn da jetzt eigentlich? Ich bin irgendwo im Nirgendwo, Leute. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich da jetzt hingehöre. Ich gehe mal da lang, Leute. Immer aufgepasst auf Bären fallen. Spielt schon wieder wer? Oh mein Gott. Nächste Lager. Komm, 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 komm. Na, Leute! Hier. Komm, komm. Hau hin. So. Diese Ausdauer jedes Mal. Das ist ja Wahnsinn. Die Leute. Gut. Boah, es ist heiß, ich schwitze, Leute. So, komm her da. Quaddelkäppchen.
Ah, passt. Haben wir da Quadi? Ja, bitte, Hammer. Dann nehme ich dann gleich eins. Ein Quadelkäppchen. Da kann ich das jetzt... Die Truhe ist verschlossen. Da habe ich noch nicht diese Quandula. Weil wenn ich nämlich diese Quandula, oder wie das heißt, bekomme, dass ich dann diesen komischen Viech da abgebe, ja. Wenn ich diese... ich muss aber die im Besitz haben, bevor ich dem das abgegeben habe, um die Truhe da öffnen zu können. Weil sobald ich ihm das, die Quandula, dann abgegeben habe, kann ich die Truhe trotzdem nicht mehr öffnen. Ja, so ist das. So, was haben wir da jetzt? Oh, oh. Ah. Hä? Wo ist denn derjenige da jetzt? Komm. Aua, von wo kommst du daher, du Vogel? Quadelkäppchen nehmen. Ja, du bist hinüber, Leute, komischer. Haha, Leute! So, wo ist der nächste? So, wo bin ich da jetzt? Ah, da ist wieder so ein komischer Häuptling. Leute. Irgendwie sind da jetzt sehr viele Feinde. Ich weiß nicht, wo es da jetzt wieder zurückgeht. Der kommt doch mal her. So, die nächsten beiden bitte. Das war's schon. Okay, gut. Da haben wir jetzt nichts zum Looten oder irgend sowas. Nö, da ist ja nichts zum Looten oder so. Aufgepasst hier. Wo bin ich da jetzt? Wieder so eine Truhe. Wo kann ich da jetzt wieder zurück zu diesem komischen, zu dieser Burg? Also, ich will jetzt nicht irgendwo reinrennen, sodass ich nie wieder irgendwie rauskomme oder so. Ah, diese blöden Frösche, Leute. Die vergiften einen. Also, das sind ja nur die kleinen Frösche momentan. Wow, ist schon Überlänge. Ihr Lieben, ich mache dann in der nächsten Folge weiter. Wir haben schon komplette Überlänge. Ich habe voll die Zeit vergessen, Leute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Game over und tschüssi, wüssi.